Hallihallo, ihr Lieben! Einen wunderschönen Freitag wünsche ich euch. Ich habe heute ein kleines, kurzes Craft-Update für euch. Und ich würde sagen, ich zeige euch mal zuerst die Karten. Das wäre zum einen diese Urlaubskarte. Ist ganz witzig mit dem Spruch. Genau, einfach so eine normale Klappkarte. Die ist auch relativ groß. Und ja, da habe ich einmal diese. Dann geht es weiter mit diesen kleinen Eiskarten. Die mache ich im Moment ja total gerne. Und da haben wir auch so einen Urlaubsspruch. Genau, und die kann man ja hier so aufklappen. So, dann haben wir diese. Und diese. So, das wäre das. Dann habe ich diese Pizzabox gemacht. Ach, jetzt bringe ich alles durcheinander. Ich habe hier ja noch eine Karte. Und zwar ist das diese. Das ist so eine Herzklappkarte. Auch ganz schön schlicht, aber schön. Mal gucken, ob ich die hinstellen kann. Na, komm mal. So. Na, das geht doch. Und jetzt kommen die Cinema-Boxen. Die finde ich so ultra, ultra süß. Da habe ich einmal diese. Die stellt man halt so hin. Das ist einfach echt mega süß. Einmal hier mit den Kakteen. So. Dann habe ich noch mal so eine. Die ist eigentlich, ja, ist eigentlich die gleiche. So. Wir legen das mal hier hin. So, dann habe ich noch diese. Meerjungfrauenstil. Und die finde ich auch mega geil. Schaut euch dieses Mädchen an. Wisst ihr Bescheid, ne? Mit dem Mädchen, mit dem Mittelfinger. Einfach mega geil. So. Das sind die Cinema-Boxen. Und dann muss ich euch unbedingt was zeigen. Ich habe nämlich jetzt eine eigene Plotter-Datei von meinem Schatzi Mowgli. Das ist unglaublich toll. Und zwar ist das von der lieben Tintenrebell. Da könnt ihr gerne mal auf Facebook schauen, wenn ihr da Interesse habt. Also unglaublich. Sie hat mich richtig glücklich gemacht. Denn, wie gesagt, ich kann mein Mowgli jetzt ausdrucken, ausplotten, überall drauf machen. Und ja, zum Ausprobieren habe ich doch glatt zum Beispiel hier diese Sticker. Ich meine, schaut euch das an. Das ist doch wohl traumhaft schön. Er ist super toll getroffen. So sieht das aus, wenn man halt die Sticker hier hat. So. Also einfach nur wunder, wunderschön. Ich bin total verliebt. Und natürlich kostet das auch ein bisschen was, aber das ist auch gerechtfertigt. Das ist eine wirklich 1A-Arbeit. Sie zeichnet das selber. Sie hat ein paar Fotos bekommen von Mowgli und ja, hat dann sowas Schönes gezaubert. Einfach traumhaft. Das sind die Sticker, die ich jetzt von meinem Schatzi gemacht habe. Dann habe ich ein magnetisches Lesezeichen gemacht. Da ist auch der Mowgli drauf, Vor- und Rückseite. Genau. Das ist ein Lesezeichen. Ist das nicht ultra süß? So, so niedlich. Ja. Und jetzt komme ich zu
den Rahmenkarten, so nennen sich diese, und ich liebe sie. Die bastel ich im Moment unglaublich gern und ich finde die traumhaft schön. Und da zeige ich euch mal, was ich da habe. Da habe ich natürlich auch gleich was mit Mogli gemacht. Und zwar ist das einmal diese. Das sieht so aus. Das sind so Rahmenkarten. Ich finde das traumhaft schön. Kann man sich wunderbar an die Wand machen auch. Und ja, oder hinstellen. So wie hier zum Beispiel. Das sieht wirklich aus wie so ein Bilderrahmen. Also ich finde es toll. Und ja. Aber man kann das Ganze eben auch einfach wirklich als Karte sozusagen verschicken, verschenken. Hier ist, wie gesagt, mein Mowgli. Und diese Datei hier, My Dog is My Baby, habe ich mir gekauft aus dem Silhouette Store. Ich finde, das fand ich halt jetzt so ganz passend. So, da habe ich einmal das von Mowgli und dann einmal diese. Das ist im Grunde von den Motiven jetzt gleich. Da habe ich einfach nur anderes Papier verwendet. Und ich weiß gar nicht, welches mir besser gefällt. Ich finde beide schön. Das ist halt ein bisschen ja, edler, sage ich mal. Ja, vor allem hier mit dem schönen Folienpapier. Ja, das wären die beiden von Mowgli. Dann habe ich noch ein paar Rahmenkarten gemacht. So. Weil, wie gesagt, ich finde die total schön, die Rahmenkarten. Da habe ich einmal diese. Lass uns einfach mal abhängen. Auch vom Papier jetzt ein bisschen schlichter. Rosa. Hier das hängende Einhorn. So. Ach, das wird immer irgendwie knifflig hier mit dem Platz. Dann habe ich diese. Auch ultra süß, finde ich. Ja, die werde ich alle auf jeden Fall verschicken. Außer die von Mowgli, die werde ich natürlich behalten. So. Dann habe ich so eine. Auch hier mit so Folienpapier. Auch hier mit Folienpapier, ich finde das so geil. Ich stehe ja total auf dieses Folierte. Und zu guter Letzt habe ich dann noch dieses. Schön frühlingshaft. Finde ich echt schön, wenn man sich das so hinstellt oder eben verschenkt. Ja. Hier muss ich nochmal nachkleben. Seht ihr das? Ja. So was passiert dann mal schnell. Ah, da kommt noch ein bisschen Kleber drauf. Ja. Echt schön. Ja, das war's auch. Das war jetzt nicht ganz so viel, aber ich wollte das unbedingt jetzt mal abdrehen. Denn in den nächsten Tagen komme ich nicht zum Basteln und ich möchte die Sachen halt, wie gesagt, meinen Mädels mitschicken und deswegen wollte ich das jetzt schnell abgedreht haben. Ja, ihr könnt ja mal sagen, wie euch die Sachen gefallen. Also ich finde diese Cinema-Boxen auch mega schön. Die werde ich auch mal mitschicken. Hier das mit meinem Schatz ist natürlich unschlagbar. Also wie gesagt, da wird noch einiges kommen. Ich kann ja, wie gesagt, jetzt überall meinen Schatzi drauf tun, sozusagen. Auf Textil. Ich habe, wie gesagt, keine Textilpresse. Da muss ich mal gucken. Mit dem Bügeleisen ist mir das irgendwie nichts. Oh, ich hoffe, ihr habt das jetzt nicht gehört. Da kam eben ein kleines Bäuerchen einfach so raus. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Das ist mir jetzt sehr unangenehm. Aber ich habe nebenbei trinke ich hier Cola. Wir haben 30 Grad draußen. Ah, oh, es ist so warm. Aber guti. So, wenn ihr wissen wollt, von wo, wem, welche Dateien sind, bitte fragt einfach. Ich habe das jetzt nicht im Kopf. Ich bin im Moment auch so ein bisschen im Stress und habe so ein bisschen ja, Gedankenwirrwarr und wollte jetzt nicht alles raussuchen. Auf jeden Fall. Wenn ihr euer Tier als Plotterdatei haben wollt, könnt ihr gerne Tintenrebell anschreiben auf Facebook. Ist eine schöne Sache, wie ich finde. Und auch so hat sie schöne Dateien. Das ist übrigens auch von Tintenrebell.
Der süße Fratz hier. Das ist auf jeden Fall von. Genau, kleine Göre, glaube ich. Das süße Häschen ist auch von Tintenrebell. Das Hallo, kleine Göre. Ja, unverkennbar dieser Stil von Mizo. Und auch hier Digi Stamps von Mizo. Ach, dann habe ich es ja doch jetzt hinbekommen. Auch hier von Mizo. Lass uns mal wieder abhängen, ist auf jeden Fall von Kleine Göre. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches gesagt. Die Urlaubsdatei, da habe ich mitgemacht beim Probeplotten. Celine, ist das jetzt von der Selina Alicunle? Ich will nichts Falsches sagen, frag mich einfach. ja, einfach fragen. Ansonsten. Ja, wünsche ich euch auf jeden Fall jetzt noch ein wunderschönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Ciao!